Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wer meinen letzten Reading-Vlog gesehen hat, der weiß, dass ich mich in einem Leseentzug befinde. Für all diejenigen oder nochmal zur Auffrischung, warum mache ich das eigentlich? Aktuell arbeite ich mit dem Buch von Julia Cameron, Der Weg des Künstlers, ein spiritueller Pfad zur Aktivierung unserer Kreativität. Ihr habt mich gefragt, was mein Ziel ist. Also ich habe kein konkretes Endziel mit diesem Kurs, ist ein 12-Wochen-Kurs, formuliert. Aber mein persönliches Ziel ist einfach, kreativer im Alltag zu sein, meine Kreativität noch mehr zu wecken und Blockaden abzubauen, die ich habe. Und ich kann das Buch theoretisch jedem empfehlen, egal ob du vorhast, tatsächlich was, also ob du jetzt vorhast, ein Buch zu schreiben oder als Fotograf Fuß zu fassen oder deine Bilder zu verkaufen, weil es weckt die Freude in uns. Dieses, hey, was hast du als Kind früher gerne gemacht? Was sind so Dinge, von denen du dir vorstellen kannst, dass die echt Spaß machen? Das regt uns an, das wieder mehr in unseren Alltag einzuladen. Unter anderem, aber das ist eine super schöne Sache. Und in Woche 4 ist halt eine der Aufgaben, den Leseentzug zu machen. Und es startet schon damit, dass auf der ersten Seite, Woche 4, quasi der Kapitelanfang, ganz unten steht Warnung: Verzichten Sie nicht auf den Leseentzug. Und ich dachte sofort, das mache ich nicht. Leseentzug, das lasse ich ausfallen. Und diese Reaktion bekommt sie sehr, sehr oft. Auch sehr, sehr heftige Reaktion, weil du wirklich gar nichts lesen sollst. Also auch keine Zeitschriften, keine Fachliteratur. Und das ist für manche, die sich jetzt im Studium befinden oder für die das im Job natürlich wichtig ist, erstmal natürlich krass. Und wie soll ich das machen und warum? Und das ist doch doof. Und gerade die Leute, die besonders starke Einwände gegen diesen Leseentzug haben, sagt, sie haben den größten Effekt daraus, aus dieser Zeit. Und dann gibt es halt noch ein einzelnes Kapitel eben zu dieser Aufgabe, Leseentzug. Und bis dahin habe ich noch gedacht, ich mache das nicht, ich mache das nicht. Nee, also das lasse ich ausfallen. Oh. Und dann hat sie mich aber irgendwie ein bisschen dann doch in dem Kapitel davon überzeugt. Und ich möchte so ein bisschen ein paar Auszüge mal vorlesen, damit ihr so versteht, was mich überzeugt hat, diesen Leseentzug zu machen. Auf die meisten Künstler wirken Worte wie winzige Beruhigungspillen. Wie selbstverständlich schlucken wir unsere tägliche Dosis an Neuigkeiten, die unseren Körper beschweren wie fettes Essen. Zu viel davon und wir fühlen uns, als ob sämtliche Poren verstopft seien. Es ist paradox, aber indem wir Zerstreuungen aus unserem Leben verbannen, füllen wir unseren kreativen Energiepool. Und ich habe Lesen immer noch gar nicht so arg als Zerstreuung und Ablenkung gesehen, wie jetzt zum Beispiel, wenn Leute so ganz exzessiv Sachen kaufen oder Serien gucken oder sowas. Aber im Grunde ist Lesen doch auch nichts anderes. Wenn wir Ablenkungen ausschalten, dann dürfen wir in die Welt der Sinne zurückkehren. Ohne eine Zeitung, hinter der wir uns verstecken, wird eine Zugfahrt zum Galeriebesuch. Ohne einen Roman, in dem wir uns verlieren, und ohne Fernsehen, das uns betäubt, wird ein Abend zu einer riesigen Freifläche. Leseentzug wirft uns auf unsere innere Stille zurück, einen Raum, den einige von uns sofort füllen müssen, mit langen geistlosen Unterhaltungen, übermäßigem Fernsehkonsum, dem Radio als konstantem, eloquenten Begleiter. Und das ist für mich auch so. Also Stille ist für mich super schwierig auszuhalten, versuche ich auch absolut zu vermeiden. Ich bin nicht so ein krasser Typ, also ich kenne Menschen, da läuft den ganzen Tag der Fernseher. Nicht, weil die Fernsehen gucken, sondern weil die einfach dieses beständige im Hintergrund Gequatsche brauchen. Oder so, also Radio oder sowas läuft bei uns jetzt nicht. Aber ja, ich betäube auch mit dem Lesen Stille, Zeit zum Nachdenken. Ich verschwinde in andere Welten, ich lenke mich von meinem Alltag ab. Das ist mir auch irgendwie bewusst. Oft können wir unsere innere Stimme, die inspirierende Stimme unseres Künstlerkindes, wegen all der atmosphärischen Störungen gar nicht hören. Während wir uns im Leseentzug üben, müssen wir ein wachsames Auge auf all die anderen Verschmutzer unserer Sinne werfen. Auch sie vergiften den Brunnen.
Wenn wir das, was hereinkommt, überwachen und es auf ein Mindestmaß beschränken, dann werden wir für unseren Leseeinzug mit erstaunlicher Geschwindigkeit entschädigt. Als Belohnung wird uns einiges entströmen. Unsere eigene Kunst, unsere eigenen Gedanken und Gefühle werden den Schlamm der Blockaden beiseite drängen und ihn auflösen. Sie werden ihn nach oben und nach draußen befördern, bis unsere innere Quelle endlich wieder frei fließen kann. Und darauf bin ich sehr gespannt, ob das diese Woche bei mir passieren wird. Sie bietet dann noch ein paar Möglichkeiten, was man tun kann in der Zeit, wo man halt sonst gelesen hätte. Musik hören ist übrigens erlaubt. Das mache ich. Ansonsten steht hier noch Stricken, Vorhänge nähen, kochen, meditieren, den Hund waschen, das Fahrrad reparieren, Freunde zum Essen einladen, Schränke aufräumen, mit Wasserfarben malen, Rechnungen bezahlen, alten Freunden schreiben, das Schlafzimmer streichen, tanzen gehen, Pflanzen umtopfen, die Küche umräumen und Sachen flicken. Und daraus habe ich gezogen, es ist also okay, aktiv in dieser Zeit zu sein. Und werde euch jetzt Tag für Tag so ein bisschen mitnehmen, wie sich mein Leseentzug gestaltet. Tag 1 habe ich schon geschafft, gestern sozusagen. Und das Problem war, dass ich meistens 2 größere Lesephasen am Tag habe. Das ist während meiner Mittagspause und das ist am Abend. Und meine Mittagspause habe ich dann gestern einfach genutzt, um zu arbeiten. Hört man jetzt im Nachgang schon, dass es eine richtig dumme Idee ist, in seiner Pause zu arbeiten, habe ich auch gemerkt. Und abends war ich echt lost. Abends war ich super lost. Und habe erst Zeit mit meinem Kind verbracht. Und dann habe ich durch den Fernseher gesäppt. Und das ist ja eklig. Oh, das habe ich ja seit Jahrhunderten nicht gemacht. So ziellos durch den Fernseher zu zappen. Weil ich wollte halt auch nicht eine Serie gucken. Weil ich dachte, es ist ja eigentlich dasselbe in grün wie jetzt zu lesen. Aber das war ja Bullshit. Also, da kam ich noch nicht so gut klar. Und vorhin, da hatte ich so Momente, dachte ich, oh, du könntest dich dann so schön auf den Balkon setzen und, ah nee, kannst ja nicht lesen. Brauchst dich auch nicht auf den Balkon setzen. Ich setze mich dann trotzdem auf den Balkon und werde einen Podcast hören. Das ist heute meine Alternativhandlung zum Lesen. Ein Podcast, den ich wirklich unbedingt hören möchte, zu hören. Und dann gucken wir mal. Und ich melde mich wieder die nächsten Tage aus meinem Leseentzug. So, wir befinden uns in Tag 4 des Leseentzuges. Ich habe heute Morgen gedacht, ey, ich habe erst 3 Tage geschafft und es ist schon so hart und so, so ätzend. Ich liebe Lesen einfach so, so sehr. Es fehlte mir und ich habe gedacht, kann Lesen eine Sucht sein? Denn es fühlt sich an, als hätte ich Entzugserscheinungen. Es ist wirklich nicht schön. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, die 7 Tage auf nur 5 Tage zu verkürzen, um wenigstens am Wochenende lesen zu können. Diese Woche ist zum Glück viel los und trotzdem hätte ich ja so meine Leseminuten, meine Lesepausen, die ich dann jetzt irgendwie anders füllen muss und es ist unbefriedigend. Es ist nicht schön. Diese Bücher, in denen ich ja aktuell gelesen hatte, ne, das wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn ich die Bücher abgeschlossen hätte, die reizen mich ja. Ich will ja wissen, wie es weitergeht. Und es sind noch so viele tolle andere Bücher, die mich jeden Tag angucken und darauf warten, von mir gelesen zu werden. Und ich komme gerade nicht weiter, weil ich diesen Leseentzug machen soll. Und ich weiß noch nicht, wozu der jetzt wirklich gut sein soll. Er soll zum Teil negative Emotionen zutage fördern. Das macht er definitiv. Sache, Entzugserscheinungen. Ich hoffe wirklich, dass sich das Ganze für mich lohnt, weil es ist echt nicht schön. Ein letztes Update zum Leseentzug. Ich habe es geschafft. Heute ist Montag. Ich habe dann Sonntagabend wieder angefangen zu lesen. Da habe ich dann einfach die Schnauze voll. Es hatte sicherlich irgendeine Art von Effekt. Zumindest habe ich für mich nochmal erkannt, und das habe ich ja auch schon gesagt, das wusste ich auch vorher schon, auch Lesen ist eine Form der Ablenkung. Der Ablenkung von negativen Gefühlen, von Gedanken, von Problemen vom Alltag. Es ist natürlich auch, wenn man das in diesem Sinne des Kreativen betrachtet, dass da immer ganz, ganz viel Input in mich reinkommt. Und das zum Teil natürlich den Output auch fördert, auch inspiriert, aber zum Teil eben auch unterdrückt.
Aber ich habe mich nicht besonders gut gefühlt in diesem Leseentzug. Das habt ihr gesehen. Ich brauche das, das macht mir Spaß, das macht mir Freude. Und der Leseentzug diente ja auch nicht dazu, irgendwie zu zeigen oder zu fördern, dass man weniger liest. Es war einfach nur eine Übung zur Reflexion. Und die habe ich jetzt gemacht. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich hoffe, ich muss das im Laufe des Programms nicht nochmal machen. Das war meine Woche Leseentzug. Was zu Entzugserscheinungen geführt hat, die ich jetzt zum Glück nicht mehr habe, weil ich jetzt die freie Wahl habe, wieder zu lesen, wann ich Lust und Zeit dazu habe, und darauf freue ich mich sehr. Und damit beginne ich auch einen neuen Reading-Vlog für euch, mit dem ich euch dann ganz viel Spaß wünsche. Tschüss, bis zum nächsten Mal.